3-year-olds versus Wario Land Super Mario Land 3. Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren großartigen Folge Victory Road Versus und ein großartiges, wunderschönes und majestätisches Hallo an unsere Zuschauer an den Bildschirmen über Deutschland verteilt und auch einige im Ausland. Willkommen an alle, die uns während der CGM in Berlin schauen. ihr hört auch schon die ersten Flüche, deswegen strahlen wir das Ganze auch ein bisschen später ab. Nein, ich bin aus Versehen im Fall C gegangen. Tut mir leid. Und natürlich geht sofort was schief. Das Spiel neu. Kurze Erklärung an alle, die ganz neu hier dabei sind. Erstens, wir sind Victory Road von victoryroad.de. Wir machen ganz crazy Sachen mit Videospielen und Podcasts und so weiter, aber das ist jetzt gerade egal. Zu dem, was ihr jetzt sehen werdet, und zwar wird es ein 30-minütiger Race sein durch, in diesem Fall, Wario Land für den Gameboy. Quasi ein Amateur-Speedrun-Rennen. Richtig. Und zwar mit mir, Bradstone von Victory Road, dem Domme. Der Esel nennt sich immer zuerst. Selbstverständlich. Dem Ben. Guten Tag, liebe Zuseher. Und selbstverständlich, dem Flo. Den amateurigsten der Amateure hier in dieser Runde. Nee, Flo ist der Underdog. Flo ist der absolute Underdog. In jeder Episode. Wenn ihr im Publikum sitzt und euer Geld auf uns setzt, dann ist der mit der hohen Quote. Liebe Zuschauer zu Hause in den Wettbüros. Zu Hause in den Wettbüros, was? Zu Hause und in den Wettbüros. Aber auch so ein wenig, als würde man auf das lahme Pferd setzen. Jetzt wirst du gemein. Jetzt wirst du gemein. Oh mein Gott. Nein, Flo ist Jolly Jumper. Ben, woher weißt du, dass mein Vater mit einem Gewehr hinter mir steht? So, meine Lieben, wie gesagt, wer in 30 Minuten am weitesten kommt, diesmal in Wario Land. Die Uhr steht vor mir und da sage ich mal Fall A, jeder bitte draufstellen und 3, 2, 1, go! Volle okay. Kanne, ey. Ich mache euch alle so fertig. Okay. Das man kann ja nur Rice Beach. Warum wählt man das erste mit A und das zweite mit B, was? Oh, ich muss noch gucken, ob ich das überhaupt noch drauf habe. Ja, so schwer ist es nicht. Glaub mir. Nicht von den Gegnern treffen lassen, oh Gott. Das sowieso. Oh Gott. Boah, ich merke schon, ich bin der beste Wario Land Spieler diesseits. Ich bin irgendwie klein. Wario Land Speedrunner gucken eigentlich von mir ab. Das sowieso. Oh, scheiße, ich bin klein. Nein, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oh Gott. Oh Gott, nein, das will ich nicht. Das ist nicht gut. Yes, Hörnchen. Das war nicht geplant. Das war alles so nicht geplant. Ich wollte nicht klein sein. Frag mal. Oh Gott, ihr müsst doch irgendwo so ein... fucking Hut drin sein. Never. Gib mir einen Hut. Nur Hut tut gut. Ah, shit. Okay. Man kommt ja gar nicht hoch, oder wie? Hä? Okay, aber ich hab's Level 1 so gut wie geschafft. Nein, ich bin klein! Scheiße. Muss man irgendwo runtergehen? Hier sind so viele Treppen, Leitern. Ja, du lass kannst. Lass dich nicht sidetracken. Genau, lass dich nicht sidetracken. Es gibt viele optionale Sachen zu Münzen finden und sowas. Und jetzt hab ich das. Es gibt auch in jedem Level einen Schatz. So, ich hab Level 1 geschafft. Ja, ich warte gerade, dass der Maulwurf seinen Mist da reinwirft. Hallo, ich bin noch irgendwo. So, Level 1 geschafft, glaube ich. Ja. Also Flo ist auf jeden Fall schneller gerannt als ich. Nein, ich bin jetzt vor unserem Maulwurf. Geh nach rechts. Okay, ja, gut, dann. Los geht's, Vollgas. Schneller. Ich bin noch in Level 1, Mann. Vielleicht ist Ben der Underdog. Und der hat uns alle reingelegt. Underdog, ja. Oh, so, Gott, Course 2. Das war knapp, du. Oh nein, das war. Nein, ich will nicht Treasure. Geh weg. Ah, fuck. Nein, das will ich nicht. Ich will da unten. Ich glaube, jetzt bin ich. Geil, okay, ich hab den Jethut. Fuck. Ich hab den Jethut. Ah, nein. Herzlichen Glückwunsch. Nein, nicht den Jethut verlieren. Nein, ich hab den Jethut verloren. Den Jethut? Jetzt hab ich den Flammenwerfer. Jehu? Jehu? Hast du gerade Jehu gesagt? Ich hab einen Wikingerhut, was macht der? Mit dem kannst du an der Decke hängen bleiben, wenn zum du Bock Beispiel. Darauf hast. Ah, ja. Ich hab den Flammenwerfer. Yes, Flammenwerfer. Ich würde ja jetzt gerne sagen, wie der Flammenwerfer aussieht, aber ich weiß nicht, ob das so... Warum? Was ist denn daran verkehrt zu sagen, wie der aussieht? Wie ein Penis?
Warum sieht er aus wie ein Penis? Wenn, hat dein bevor Penis du ihn, nein, nein, bevor vorne? Du ihn, bevor du ihn aufhebst. Nein! Ach so, okay. Bevor du ihn jetzt, aufhebst. Ich dachte, wenn du jetzt auf dem Kopf hast. Trotzdem, nee, nee, nee. Wie sieht dein Penis aus? Nein, ich will nicht wissen, wie dein Penis aussieht. Du hast gefragt, Dominik, jetzt musst du damit leben. Du musst damit leben, ja. Ah, oh, und ich hab schon, ich hab schon massiv verkackt. Nein, scheiße. Ich bin auch schon gestorben. Gut, dann sind 3 von 4 gestorben, das ist schon mal gut. Ist schon jemand ja, über das Level. Und das Geile ist, ich bin am Ende des Levels und habe zu wenig Münzen. Haha, sehr gut. Ich bin gerade in Level 2, ist schon jemand weiter? Nö. Nein, noch nicht. Nö, wir sind, ich glaube, alle in Level 2. Okay, ich hab jetzt 10 Münzen. Mann, ficken! Nein. Und das Beschissene ist, später. Mit dem Flammenwurf, wenn man mit dem Flammenwerfer hat, dann droppen die Gegner keine Münzen. Ich weiß, deswegen habe ich den Flammenwerferhut nicht genommen. Ja, aber das habe ich vergessen. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Keine Sorge, so, okay, oh, eine Münze. Die erste Münze. Nein, scheiße. Alter, Leute, denkt an eure fucking Münzen. Das ist ja, es ist verdammt schwer, wenn man klein ist, hier in diesem zweiten Level Münzen zu finden, glaube ich, irgendwie. Der Flammenwerferhut sieht wirklich aus wie, nein. Ja, ne? Ihr seht auch überall Penisse, wo ihr Penisse seht. Nein. So, und jetzt das ist eine Unterstellung, junger Mann. Schon wieder. Ah, nein! Ich hab Münzen verloren, scheiße. Jetzt hab ich immer noch diesen verfluchten Flammenwerfer, den will ich gar nicht. Level 2, meine geheime Odyssee beginnt. Und jetzt ist in jedem scheiß Block ist so ein Flammenwerfer drin. Das ist ein hartes Leben, ich weiß. So, Level up. Ja, doch. Nein, jetzt bin ich klein. Und Level 3. Nicht ganz, fast. Ah. Ja, und jetzt. Okay, wie ging das nochmal mit dem Münze werfen? Okay. Ich wollte gerade sagen, das wurde in Level 1 erklärt. Naja. Hallo, das steht an der Wand, was du dafür drücken musst. Ich weiß. Achso, okay. Ich dachte, du stellst dich nur dumm. Natürlich stelle ich mich dumm. Nein, ich bin gestorben. So, Level 3. Das darf nicht zulassen. An die Zuschauer. Normalerweise spielen wir viel mehr, aber normalerweise spielen wir auch viel schlimmere Spiele. Ja. Möchte jemand gerade mal aufzählen, was für Mist wir mittlerweile eigentlich gezockt haben? Wir haben verdammt, gespielt Jetpack. Transformers, Mystery no Kyojin. Wir haben gespielt Mystery Kids. No Kyojin. Oder wie es heißt. Convoy, Mann. Das Convoy stimmt, no Kyojin war was anderes. wir haben gespielt Kid Nicky, Radical Ninja. Ja. Wir haben Radical. Klassiker, die jeder kennt halt, wir haben Dr. Jekyll und Mr. Hyde gespielt. Mr. Gimmick, beziehungsweise Gimmick. Kennt auch. Das war das nicht irgendwie sogar cool? Das war eigentlich ziemlich cool, ja. Wir haben auch ein paar Spiele gespielt, wo wir erst dachten, die wären total scheiße, aber dann haben die uns auch überrascht. Zum Beispiel Sky Kid. Mohawk oder Donald Duck. Headphone Jack. Falls das irgendjemand kennt außer uns. Nein, niemand kennt die. Wahrscheinlich nicht, ja. Nein. Das kennt nicht mal mehr die Leute, die es gemacht haben. Ich hab sogar schon vergessen. Okay. Wie weit bist du, Dommel? Irgendwo in Level 3. Okay. Ich bin immer noch in Level 2, verdammt. Ich auch. Ach shit, ich bin gestorben. Nein. Nein. Ey, das ist so unfair, die haben extra ein Spiel gewählt. Doch. Ich spiel das Ganze. Ich glaube auch. Um jetzt hier so ein bisschen so einen auf. Und von wegen hier, das kennen viele. Ach, das können wir spielen, ja. Krokodil. Wir haben unseren geheimen Plan, den wir uns vorher ausgearbeitet haben, herausgefunden. Unseren perfiden Plan. Und, ja. Also, ich habe Level 3 geschafft. Ja, ich bin in Level 3 gestorben, insofern. Ich bin dann auch in Level 3 gestorben. Toll, ich habe 16 Münzen, ihr wollt mich echt verarschen. 16 Münzen ist doch genug. So gut. Achso, ich brauche nur 10. 10 brauchst du am Ende, um die Tür zu öffnen. Ja. Und mit O und B kannst du die Münze rausholen. Ah, komm. Ah, geht doch. Vollgas. Also normalerweise, man muss sich in den meisten Leveln noch nicht mal groß anstrengen, um genug Münzen zu kriegen. Ja, weil das ganze Spiel ist darauf ausgelegt, dass man Münzen sammelt. Ja. Ja, am Ende ist es halt auch wirklich so, dass man einen Djinn erweckt, war das nicht so? Und sich dann ein Haus wünscht und abhängig davon, wie viele Münzen man Münzen und genau. Schätze. Man kann auch nämlich geheime Schätze finden. Man braucht quasi einen Goldcount von 999.999. Echt? Also muss man Maximum erreichen? Man muss überall 9 haben und dann okay, Level 3. Den Mond. Die Welt. Nee, das ist doch der Mond. War das nicht der Mond? Welt? Ich glaube, es war der Mond. Okay. Ah, scheiße. Ach stimmt, ich muss ja jetzt hier warten. Ja, scheiß Autoscroller-Level. Krieg ich. Der Flammenwerfer ist anscheinend das Schlimmste, ne? Ja, Flammenwerfer ist scheiße, wenn du Münzen haben willst. Ja, der ist zwar cool, um durch die Levels durchzukommen, aber du bekommst halt von den Gegnern keine Münzen.
Ja, kriegt das heißt, da musst du einfach darauf hoffen, dass du welche findest, die in der Luft schweben. Wie kriegt man das von den Gegnern Münzen? Wenn du sie dashst, verlieren sie Münzen. Quatsch. Genau, wenn du sie kaputt dashst. Wenn du drauf springst, bekommst du auch keine. Ja. Na, ich also mit dem Hörnerhut kannst du eine Stampfgranate machen. Für diejenigen, die jetzt meinen, oh, das ist ja unfair, Domme und Brot haben Vorteile. Nein, eigentlich nicht. Wir haben es einfach mal als Kinder gespielt, als wir ganz, ganz jung waren. Domme und Brot haben Vorteile, ist auch ein Satz. Domme und Brot, Domme und Brot. Fuck! Oh mein Gott! Ich glaube, wir sollten eine neue Show machen. Boah, nee, nicht mit dir. Mit einer Scheibe Toast und Dominik? Genau. Domme und Brot. Wir hatten ja schon die Show mit einer Scheibe Toast und, naja, wir hatten eine Episode mit einer Scheibe Toast und Flo. Genau, und das ist aber die gleiche Scheibe Toast. Oh. Ah, nein, scheiße! Ich hab sie noch hier liegen. Ich hab vergessen, dass man hier warten muss. Und ja gut, in die Lava springen ist nicht gesund. Kacke, Alter. Ich hab mich glücklicherweise rechtzeitig dran erinnert. Ich war auch schon über der Lava und dachte, ach ja, scheiße, nein! Ja, ich hab mich dran erinnert, dass ich zu weit über der Lava war. So, da war dann auch nichts mehr. Lass mich raten, du bist schon Level 5? Ja, ich bin jetzt gerade im Ergebnisbildschirm von Level 4. Ah, okay. Ich habe insgesamt 77 Münzen bislang und ich bin jetzt beim ersten Boss-Level. Ist das, kommt direkt danach der Boss-Level? Ja, das finde ich krass. Level, der ist der Boss-Level. Weil der Weg wirkt noch so lang, nachdem man aus der Höhle rauskommt. Da dachte ich, da kommt also noch was davor. In Level 3, da ist ja dieser Punkt in dem Level drin. Das heißt, da gibt es einen geheimen Ausgang. Ja. Es gibt ja auch die versteckten Schätze und alles. Ah, jetzt muss ich auf den Pisser wieder warten. Ja, aber der geheime Ausgang ist halt keine Abkürzung, sondern führt halt zu einem Bonus-Level quasi. Ja. Oho. Also ich finde das echt nicht fair, ne? Nur um das mal gesagt zu haben. Hier sind so viele Türen in Level 3. Es ist schrecklich, dass wir das Spiel gespielt... Fuck! Na, so Wörter benutzt man aber nicht im Fernsehen. Halt die Fresse, Flo, ich war zu gierig. Ah, ja, Hilfe. Ach, viel zu gierig. Es gibt ja auch ein ganzes Level, bevor der Boss endlich erst kommt. Komm ich damit durch, ohne Scheiße, ich bin klein. Ich tipp spontan, man muss durch die letzte Tür gehen in Level 3, oder? Man muss eigentlich immer die durchgehen. Letzte. Da kommt ja ein ganzes Level hier. Ich glaube, ich kann Flo noch aufholen. Wieso? Weil ich auch gerade bei den Türen war, aber schon vorbei bin. Ja, ich bin jetzt aber Level 4. Ach nee, scheiße. Edge! Du kannst Bartosch noch aufholen. Ja, kannst mich auf jeden Fall noch aufholen. Wenn ich weiter so Mist baue in Level 4, dann wird das hier nichts mehr. Weiter? Muss natürlich aber auch die Tür öffnen, also hups. Also ich habe gerade 5 Münzen. Ich glaube, das kriege ich hin. Und ich habe die Tür, ich habe vergessen, einfach nur die Tür zu öffnen. Das ist alles gerade. Was soll denn der Kack hier? Ich komme hier nicht weiter. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ach, stimmt, hier war ja was. Ah, doch, ich glaube, ich kann mich dunkel erinnern, was hier abging. Okay, Level 4. Boah, ich hoffe, so Bart lässt sich genauso bös davon bumsen wie ich fast. Oh mein Gott, ein Stein! Ich hoffe nicht. Hilfe. Gott, man kriegt zu viele Münzen hier. Ja, das Geile ist, in Level 4, in Level 4 ganz am Ende, die Tür ist schon offen. Das heißt, du brauchst die Münzen im Level gar nicht. Achso, okay. So, ich bin beim ersten Boss. Gut zu wissen. Konnte einem dieser Stein von Anfang im Level 4 hinterher, oder? Ja. Du musst am Ende warten. Du brauchst ihn, du musst auf ihn reiten. Das ist quasi ein Autoscroller. Was? Ja. Du musst auf ihn reiten. Setze die. Noch ungefähr 18,5 Minuten, so um den Dreh. Nein! Just saying. Nein, scheiße, was habe ich getan? So, komm, rein da. Ich hab den ersten Boss besiegt. Okay. Nein, nicht ach, den Münzen. Ah, ernsthaft? Nicht den ernsthaft? Münzen, nein. Was ist passiert? Was ist passiert? Nein! Was ist passiert? Ach Gott. Weißt du, der Raum am Ende von Level 4? Ja, mit den Stacheln oder was? Ja, wenn man zu gierig ist und sich denkt, ich kann jetzt einfach vordashen und dann gegen diesen Stein knallt. Dö. Oh. So. Und sich dann denkt, fuck. Ich habe Welt 1 geschafft. Ah, ich glaube, das wird wieder so ein... Domme gewinnt. An dieser Stelle möchte ich anmerken, für die, die es noch nicht kennen, aus irgendeinem Grund gewinne ich irgendwie häufig und das ärgert die Leute. Wobei ich sagen muss, in dieser Staffel hast du sehr selten gewonnen. Ja, in dieser Staffel habe ich betrogen, ich habe versagt, ich war insgesamt einfach eine Enttäuschung. Allerdings. Aber jetzt ziehst du wieder nach vorne, das ist so das Gruselige. Ja, genau. Weil du hast ja auch teilweise, hast du dir auch so den dritten Platz mit Ben gekämpft. Und Flo war ja die meiste Zeit Zweiter.
Interessanterweise. Oh, es ist so geil, den Jet zu haben. Der Jet ist ja das Beste ich weiß. Im ganzen Spiel. Ach, fuck! Und mit dem kannst du auch an recht viele geheime... Okay. Oh. Musst auch. Spiel ist ja auch darauf ausgelegt, dass du im Endeffekt... fick dich. Dass du dich am Ende fickst, genau, darauf ist das Spiel ausgelegt. Ja, das Spiel dich fickt. Ah, Hilfe, da ist ein Seepferdchen mit Stacheln. Dinge, die ich noch niemals in meinem Leben jemanden sagen gehört habe. Nein, ach, Mann, wie kommt denn den fucking vorbei? Dommel. Ah! Flomme. Ich sag sehr wenig. Flomme! Flomme und du! Was ist denn? Flomme und du. Bin mit Level 4 durch. Fuck. Ich bin mit Level 1 durch! Woo! Level 4 war voll einfach. Ja. Ich hoffe, ja. Das ist keine Abkürzung. Ich hoffe, das ist eine Abkürzung, die ich hier gerade nehme. Und keinen Umweg. Ich hoffe, es ist ein Umweg, den er da gerade nimmt. Und keine Abkürzung. Okay, jetzt bin ich wieder im Rennen. Fall. Sehr gut. Okay. Naja, Ben. Das sehen wir ja noch. So, Level 5. Komm, schnell. Mann, ich drücke mal Dash! Verdammte Scheiße! Boah, ich glaube, ich werde jetzt lernen, Wario Land professionell zu speedrunnen. Und das mache ich dann bei... Sehr interessant. Du hast noch 2 Wochen zum Charity Gaming Marathon. Nur so nebenbei, wie diese Folge ist natürlich vorher aufgenommen. Ach, fuck die Scheiße. Ja, genau. Nur um die Illusion zu zerstören. So, Boss-Level. Ja, klasse. Bisher haben alle gedacht, wir wären live da. Ganz sicher. Wahrscheinlich habe ich auch noch an der Moderation vorher erwähnt, dass wir... Wir sitzen in Redstones Tasche. Ja, genau. Ja, was die Zuschauer nicht wissen, sie sehen mich die ganze Zeit wahrscheinlich Oberkörper... Hier ist es stickig nur. Und... Oberkörper nackt. Oberkörper nackt. Nee, also ich bezweifle ganz stark, dass ich den CGM Oberkörper nackt moderiere. Ah, Hilfe. Ich dachte gerade, das wäre... Mitmoderiere. Wie, das ist gar nicht der Livestream von der Venus. Was, Venus? Ja, die Venus... Ach nee. Ach so, Venus, das meinst du. Oh mein Gott, vertikales Platforming. Hab mich kurz gewundert. Vertikal. Ach, ernsthaft? Jetzt kommt noch so ein Ding und hält mich hier auf. Oh, Mann, leck mich doch. Was passiert, wenn man Game Over ist? Man stirbt. Kann Game Over gehen? Ja, man hat Leben, ne? Ja, ich weiß, aber... Ich glaube, es wird nach jedem Level gespeichert. Ich glaube auch, ja. Das ist Super Mario World mäßig. Mann, dann hätte ich aber Protest geschoben. Da hättest du dich aber aufgeregt, du. Da wäre... Ach Mann, ey! Oh, Pinguine, die... Ich hasse Autoscroll-Levels. Das sind Pinguine? Das sind Pinguine, ja, das sind fette Pinguine. Boah, das sind die uncoolsten Pinguine jemals. Und das ist von jemandem, der Pinguine über alles liebt. Naja, alle, die die letzte Folge gesehen haben, wissen ja, dass das alles von langer Hand geplant ist, dass ich Vierter bin. Natürlich. So. Och, die Scheiße, die dumme Kacke, Mann! Ach! Hast du gerade auf den Tisch gehauen? Tut mir leid. Was war das? Ben, du sollst doch keine Leute verletzen. Du sollst doch... Ah, ernsthaft. Ben, sie haben doch niemandem was getan. Du sollst nicht die Audio klippen. Du nimmst über Laptop auf. Du sollst nicht die... ich meine, was? Wir spielen selbstverständlich alle im Emulator. Ist egal, Bartosch. Haben die eh schon gerafft. Ich hab keine Ahnung, wovon du redest. Doch, glaub mir. Nein. Wenn du schneidest, wirst du es merken. Nochmal falle ich nicht auf diese Fledermäuse rein. Schweine. Es ist so geil, diesen Jet zu haben einfach. In welchem Level bist du mittlerweile? 2-3? 2-3? Wow, okay, gut, das wird glaube ich echt nichts mehr. Ich bin gerade beim Boss abgekackt, insofern. Hinweise für den Boss. Von unten. Fuck. Ja, ich weiß. Ich weiß. Hä? Wenn er schwebt von unten. Bumst ihn von unten. Also so, wie es nicht mit euren Frauen macht. Was? Bitte? Was? Wie bitte? Also zumindest, wenn ihr auf das gleiche steht, auf das ich stehe. What the du nimmst fuck sie von oben. Ah, Hilfe, da ist eine Bombe, die an mir festhängt. Ah, da ist noch eine Bombe, die an mir festhängt. Ah, ah. Und sie hat mich aus irgendeinem Grund nicht getroffen. Ach stimmt, am Ende darf man ja auch noch Münzen aufsammeln, wenn er tot ist. Das habe ich voll vergessen. Oh mein Gott. Mann, wieso ist er nicht gesprungen? Was soll die Kacke?
Mann, ey, jetzt seht, den ganzen Kack. Oh Mann, ich hasse dieses Level. Ah, oh, das ist so ein schönes, also, ruhiges Spiel. Ja, eine absolute Entspannungsshow. Oh. Das gucken sich auch viele Leute zum Einschlafen an. Ja, die haben Pech gehabt. Ja, was soll ich denn sagen? Ich höre mir zum Einschlafen meine eigenen Schreie an. Arschlecken, Mann. Also, ich habe, was ich glaube, das macht mehr Spiel, Spaß als das Spiel. Mount was mir das Spiel T-Bots beibringt, ist, um es perfekt zu speedrunnen, muss man tatsächlich in jedem Level genau 10 Münzen haben, damit man am Ende in dem Ergebnisbildschirm keine Münzen mehr hat und der Ergebnisbildschirm schneller weggeht. Das stimmt. Ja. Stimmt, ja. Ja, also. Habt ihr das einfach nicht gewusst, ihr Noobs? Ich hab meinen Helm verloren. Ja, was heißt ihr nicht gewusst, nicht drüber nachgedacht? Ja, so spiele ich schon seit 3 Leveln. Nicht nachdenken? Auch. Einfach nicht denken. Einfach nichts machen. Ich denke nie. Ja, nehmt euch mal ein Beispiel. Das ist recht bei der Spielauswahl. Hey, ja, also hier Sky Kid war gegen das hier Gott. Ja. Ach komm. Gott. Du hast auch rumgeheult, als wir Crash Bandicoot gespielt haben. Crash Bandicoot ist auch ein scheiß Spiel. Nee, das war halt, Crash Bandicoot war so semi-geil, aber auch eher schlecht, muss man leider mal sagen. Das erste gute Spiel, was Naughty Dog gemacht hat, war Last of Us. Was? Der Rest hast du mal Uncharted gespielt? Was? Hast du mal Uncharted gespielt? Nee. Du bist ein Held! Ich habe aber auch nicht. Gespielt. Ich habe halt einfach. Auch nein, ich bin schon wieder klein. Ich will meinen Jet. Ich habe aber auch keine Playstation. Ich will meinen Jet wieder. Ich boykottiere! Ah! Ich höre jetzt. Ah! Uff! Ah, Hilfe! Ey, was für eine. Ah, ich hasse Schildkröten. Sterbt alle! Schildkröten sind toll! Von unten! Ja, natürlich von unten. Aber du musst trotzdem, quasi ganz Arme, seicht weißt du, den Bauch diese pinseln. Diese Scheißpisser, die lassen sich von irgendwelchen Vögeln. Yes! Ich hab's geschafft! Geschlüpft sind, kaputt hacken und erwarten dann, dass man sie irgendwie noch an den Strand. Ich hab's tragt, geschafft! Ja? Ich hasse Schildkröten. Ah. Dreck. Los mit Welt 1 fertig? Nee, ich bin mit Level 4 fertig. Ich bin gerade mit Level 7 fertig. Jetzt muss ich mich beeilen. Flo holt wieder auf. Alles mit dieser scheiß Schildkröte. Ja, es lag an dem Autoscroll-Level. Da habe ich dir gedacht, da lasse ich dir Zeit, lasse ich die so ein bisschen. Habe ich unterschätzt. Damit, wie weit bist du? Wir haben noch so circa 9 Minuten, 10 Minuten. Ich bin in dem Level nach dem Gipfel von dem Berg. Wow, krass. Ich weiß, okay. nicht, welche Nummer das ist. Okay. Ja, aber ich bin total in der Zone. Das glaube ich. Es ist so, als wäre ich wieder 12 Jahre. 12? Nee, ja, noch jünger. Ist nicht immer so, als wärst du wieder 12. Nee, ich wollte sagen, du bist auch jünger als ich. Ich muss 5 oder 6 gewesen sein. Ja, ja. Du bist jünger als ich, insofern musst du auf jeden Fall so um die Ecke gewesen sein. Also ich bin wieder 6 Jahre alt und komplett in der Zone. Ich sehe in meinem geistigen Auge, wie ich unter einer Lampe hänge, weil der ganze Raum so schleißig ist. Ja! Ich hab das bei meinen Eltern im Schlafzimmer gezockt, so halb unter der Lampe hängend. Level 5. Oh, da ist mein Jet wieder! Alles gut, ich bin durch Level 5. Oh Gott. Hä, wo geht's denn bitte hier schön weiter? Hä? Das frage ich mich auch. Okay, sie hängen, ich hab Pelikane! Pelikane, ole. Also vielleicht diese Tür? Okay, ich glaube, hier geht's weiter. Ja, gehen wir aber davon aus, dass es hier weitergeht. What the f... Ich düse durch den Ozean, weil ich so böse dieses Spiel ficken kann. Da 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 da. Geht's hier weiter? Ey, weiß auch ich nicht. Diese Schildkröte, ne? Das sind hier alles so die Arschloch-Versionen von den normalen Mario-Sachen. Ja. Ah, jetzt kommt der Mariotika wieder in ihm hoch. Nee, es ist einfach alles. Hier, guck auch mal, wie die, was die oh für Fressen ziehen. Oh mein Gott, dieses Nasending. Wie hat dieses Nasending nochmal funktioniert? Ach so, okay, alles klar. Das Nasending? Was? Ja, vielleicht wirst du dich erinnern. Ich bin mir nicht sicher. Mann, fuck! Es gibt so eine Plattform, man springt auf die drauf und dann bewegt die sich in eine bestimmte Richtung. Und jedes Mal, wenn man drauf springt. Ah, wechselt sie die Richtung. Genau. Ah, okay. Oh, ich hatte den Jet für 10 Boss. Sekunden. Glaube ich. Das waren ziemlich geile 10 Sekunden, oder? Oh, es gibt Sterne in dem Spiel. Das habe ich total vergessen. Echt? Fuck. Ja. Wow. Ich hab Sterne aufgesammelt. Da kann ich mich gar nicht dran. Ach komm! Ernsthaft! Ah, jetzt hatte ich einen Jet 2 Level. Oder? 2 Level? Irgendwie, auf jeden Fall lange. Und dann kommt so ein blöde Krabbe, Einsiedler. Boah, ich hatte den Penis. Jet bestimmt für 3 glorreiche Level. Das war das Geilste in meinem ganzen Leben bisher. Blöd. Mein Leben ist sehr traurig. So.
Gib mir all die Münzen! Münzen, das Baby! Ist, ich jetzt bislang Je länger, je mehr Münzen du einsammelst, desto länger dauert die Sequenz am Ende. Du musst die Münzen jetzt ausweichen. Ich wechsel's aber um gegen Scheine. Geht zum Automaten. Hier, nehmen Sie doch meine Bad-Kreditkarte. Das war eklig, das hätte ich echt nicht sagen sollen. Ich fand den Film früher gar nicht mal so schlecht. Vielleicht warst du früher dumm. Du findest ja auch Crash Bandicoot scheiße. Crash Bandicoot ist auch echt kein Spiel, was man spielen kann. So, Ben, wo bist du? Ich bin am Ende von Level 6 oder nee. Shit. Level 6. Ach, Kacke! Bei Mount Teapot schon? Ja, ja, genau, da bin ich jetzt das erste Level durch. Hä? Mount Teapot also Level 7. Das erste Level im Mount Teapot ist Level 7, nur so nebenbei. Ja, ja, genau. Was weiß ich, ist mir alles egal, ja? Konzentrier dich auf dein Spiel. Oh, er wird aggressiv. Er wird ja aggressiv heute. Was geht denn hier? Ja, verständlicherweise. Geister. Ja, hallo, Geister. Ich meine, wir sind hier, wir müssen uns wie so ein Spatz an einem Kuchen. Mann, wie fucking kacke sind denn diese Blöcke? Ja? Weil ihr hier euch ein Spiel rausgesucht habt, wo ihr perfekt beherrscht. Hey, 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 dass ich perfekt beherrsche. Nein, so. Ach, Seepferdchen. Komm, schnell. Mein Nemesis, Game Over. Aber ich bin jetzt am Mountaintop angekommen. Kurs 10. Ich habe gerade einen großen Ausrufezeichenblock betätigt und das Level ist vorbei. Ach, stimmt, ja. Ach ja, stimmt, jetzt wird ja der ganze, jetzt wird ja das Wasser im ganzen Dings abgelassen. Ja. Stimmt, das war ja so, diese ganze Welt von Wario Land ist so cool. Ich weiß. Ja gut, ich muss sagen, wie lange haben wir noch? Wario total strange springt, das hätte einen eingebauten, das hätte so eine Art eingebauten Aufzug. Ach, Kacke! Ich versuch's jedes Mal und ich versage jedes Mal. Was meinst du, Leben? Ja. Ich dachte, das sei ziemlich offensichtlich. Ach, wie fucking Kacke ist das denn? Oh nein, 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 nein. Oh Gott, Bombe, nein, Hilfe, ouch, nein. Fassen Sie mich nicht an, schauen Sie mich nicht an, das tut weh. Nein, geh weg. Hast du gerade Flashbacks an die Kindheit oder was ist los? Nein, das war ein Zitat aus. Das war ein Zitat aus Asterix, aus irgendeinem Asterix-Comic. Asterix und der Averna-Schild, wo wie heißt der Bürgermeister? Methusalix? Majestix. Majestix. Ja. Methusalix war der heißen Freundin. Genau, wo der auf. Ja, genau. Wo der auf Kur geht und dann irgendwie aus der Kur rausrennt und sagt. Fasst mich nicht an, schaut mich nicht an, das tut weh! Und das ist aus irgendeinem Grund, ist das in meinem Kopf hängen geblieben, obwohl das eigentlich gar nicht so witzig ist. Verständlicherweise. Kein bisschen witzig. Aber manchmal muss man das halt auch sein. Manchmal muss man auch einen fürs Team nehmen. Coole Jungs haben damals. Ich glaube, ich habe ein Problem. Was denn? Zwei Münzen. Ja, das ist mir irgendwo in Level 5 oder so auch passiert. Level 6. Nee. Das ist das Ätzendste, wenn man darauf nicht achtet. Ja, ich hab jetzt einfach Selbstmord begangen. Scheiß drauf. Coole Jungs haben damals ihr Gaston gelesen und nicht Asterix. Was zum Geier ist Gaston? Kennst Gaston nicht. War das nicht dieser Detektiv? Gaston Lagaffe. Was? Nicht Tintin? Gesundheit? Oder so? Also Gaston Lagaffe aka nicht Asterix. Tim und Struppi fand ich uncool. Die Schlümpfe waren der echte Shit. Naja. Nee. Ey, ich fange euch Schlümpfe und wenn es das hier, letzte ist. Hier, wie hießen die nochmal? Wir sollten nächstes Mal ein Schlümpfe-Spiel spielen. Boah, das ist keine schlechte Idee. Die waren irgendwie echt scheiße, aber auch irgendwie okay. Die waren teilweise auch ziemlich schwer. Das nächste Mal spielen, wir sollten mal so ein McDonalds-Spiel spielen. Diese Sendung wird präsentiert von McDonalds. Einfach gut. Diese Folge wird repräsentiert. Hier, was mit hier, wie hießen die denn nochmal? Abrafaxe und so? Kennt ihr einer? Nein. Da gab's auch noch andere. Wie hießen die denn? Es waren so drei Jungs, das war auch ein Comic. Hä, was zur Hölle? Wie soll ich den Boss besiegen? War das nicht immer im Yps-Heft mit drin oder so? Oh, Yps-Hefte. Die Dinger gab's auch noch. Ja, Gott, das ist alles das Level von ganz von Anfang anfangen oder was? Ich fass es nicht. Dieses Level 7 ist doch ein Unterwasser-Level. Sind doch der größte Scheiß, den man je erfunden hat. Nee, hier, Dings, Escort-Missionen. Und Escort-Missionen unter Wasser sind das Schlimmste. Ey, Metal Gear Solid 2. Gibt es Escort-Missionen unter Wasser? Garantiert. Metal Gear Solid 2. Echt? Emma unter Wasser wegbringen. Oder bei gespielt, Ben. Ich glaube, für diese Spielsequenz kommt Hideo Kojima nicht in den Himmel.
Das ist böse. Scheiße! Vielleicht gibt's sicherlich auch bei Echo the Dolphin irgendeine Unterwasser-Escort-Mission. Ey, Echo the Dolphin ist. Nee, da gibt's nur Unterwasser-Level halt. Da gibt's halt nur Unterwasser-Level, deswegen. Okay, ich hab den Flammenwerfer. So, jetzt hab ich meine 22 Münzen. Ach shit, ey. Diese Seepferdchen gehen mir so auf den Keks. Ich hab einen Seepferdchen sind echt dumme Säcke. Der Keks geht mir aufs Seepferdchen. Haha. Was bedeutet also, das? Noch ungefähr, 2 Minuten und ich glaube, ich bin gerade mit Level 11 oder 10 durch. Bin mir gar nicht sicher. Ich bin jetzt auf jeden Fall wieder vom Mountaintop runter und gehe jetzt in die Höhle unten. So langsam. Ja, jetzt kommt Kurs 11. Ich bin Kurs 10. Ey, ich könnte echt noch aufholen, aber das. Ich bin schon Kurs 11. Ja, du könntest. Also, wenn ich noch ein paar Mal Scheiße baue, kannst du auf jeden Fall noch aufholen. Ist zwar nur noch eine Minute 40. Boah, Kotzen. Oh, du nein, der Spatz, so ein Kack. Der Spatz. Ey. Ja, mei, der Spatz. Der sieht auch aus, als. Wo spähst denn der her? Irgendwie mag ich das Design, der sieht so ein bisschen angefressen aus. Der erinnert mich an mich. An dich? Ich hab den zweiten Boss besiegt, wuhu! Ach Mann, ey, ich krieg die Krise, ich will nicht mehr! Wie lange haben wir denn noch Zeit? Eine Minute. Oh, bitte was? Warum hat Wario eigentlich so ein Punk-Iro, wenn er klein ist? Wenn er schrumpft? Ja. Weil er ein Rebell ist. Ja, also, gegen System und so, ne? Ja. Kein Kapitalismus, deswegen sammle ich das ganze Geld, damit niemand mehr Geld hat. Rock'n'Roll. Warte, muss man hier hoch? Hä? Wo muss man hier entlang? Durch die Tür. Durch die Tür, ja, wo du dachtest, die Tür finden. Durch die Tür, wo du dachtest, es wäre ein Umweg. So. Ernsthaft? Ach, wie soll man denn da rankommen? Ich bin jetzt in Kurs 20. Was? Ernsthaft? Kurs 20 schon? Ja. What the fuck? Du bist 9 Level vor mir? Nee, dazwischen sind noch so Bonus-Level, die man nicht macht. Ach so, die geheimen Level, ja. Genau, gut. Also, die Geheimlevel werden Level? Damit nummeriert und genau sowas. Das heißt, dazwischen fehlen jetzt so, keine Ahnung, 4 oder 5 Level, wenn nicht sogar mehr. Oh, scheiße! Ah, Ende! Stopp! Pause drücken! Halt! Wenn ihr Pause drückt, seht ihr, in welchem Chapter ihr seid. Ich bin in 10. Ich bin in 11. 20. Ihr kommt nicht alle kreuzweise. Oh. Wir haben dich auch lieb, Flo. Nein, ich hab euch nicht lieb. Ernsthaft jetzt. Und ich glaube, gut. Domme ist erster, ich bin zweiter, Ben ist dritter, Flo ist letzter. Wie geplant, es war so geplant. Es war absolut so geplant. Aber ich glaube, erst zum zweiten Mal. Nee, Flo, glaube ich, echt. Das ist so das übliche Ranking. Ja, ich glaube, so langsam. Oh Mann. Auf jeden Fall, ja, ich glaube, Domme, du ziehst jetzt so langsam nach vorne. Wir brauchen aber, mal so Daumenschrauben für Domme. Daumenschrauben. Die kriegt er zum Geburtstag. Ja. Ich muss das spielen, noch mit denen. Das ist das Handicap für mich, ich muss mit einer chinesischen Fingerfalle spielen. Mit den Füßen. So, dann würde ich aber sagen, erstmal vielen Dank an die Zuschauer der CGM. Für euch heißt es jetzt schon danke fürs Zuschauen. Und ja, viel Spaß noch mit dem restlichen Programm. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schaut auf www.victoryroad.de vorbei. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Und für unsere üblichen Zuschauer geht's hier jetzt nämlich weiter und ihr seht jetzt nämlich Punkteaufteilung. Genau, jetzt wo wir unter uns sind. Ja. Jetzt ist nur noch der elitäre Kern da. Jetzt sind nur noch die Leute da, die ich wirklich mag. Oh Mann. Also niemand. Genau, ihr seht jetzt gerade die derzeitige Punkteaufteilung und ich glaube, es sind noch 2 Folgen, also jetzt noch eine Folge und danach kommt das Finale. Genau. 8 und genau. Mal schauen, was wir in der nächsten Folge spielen, aber ich sag mal so ein kleiner Tipp, das Finale, ja, im Finale kämpfen wir gegen die ganze Menschheit. Ja, es geht gegen die Menschheit im Finale. Oh, genau. Yeah. Insofern, danke fürs Zuschauen. Screw you guys, we're going home. Tach. Hey Roadies, und wenn ihr uns helfen wollt, in der Zukunft unsere Shows noch weiter zu verbessern und neue tolle Shows zu entwickeln, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mit ein paar Dollar unterstützen würdet auf patreon.com. Die Unterstützung könnt ihr selbstverständlich jederzeit wieder beenden und jeder Dollar zählt. Hey, ihr habt schon für
größeren Mist viel mehr Geld ausgegeben, wenn wir ganz ehrlich sind. Darüber hinaus freuen wir uns immer über Likes auf Facebook, Follower auf Twitter und selbstverständlich ganz, ganz wichtig, Subscriber etc. Abos auf YouTube. Insofern vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.